Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play DuckTales Remastered. Im letzten Part haben wir uns ein bisschen im Amazonas noch umgeschaut und jetzt haben wir alle Münzen, die wir brauchen, um dieses Level abzuschließen. Und naja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch, ja, unbeschadet rüberkommen. Was schwierig genug sein sollte. Aber ich denke mal, wir kriegen das schon hin. So, wunderbar, der Affe unten kann mich mal. So, wunderbar. So. Okay, das war ein Selbstmordaffe. Kurz warten. Ist hier was? Nein, kein Geld. Hätte das sein können. Wunderbar, rübergekommen. So, wir haben alle Münzen. Launchpad, what if the images on these coins symbolize the various tribes of Manco Capquack's empire? Maybe if I surround him with them. Ach no, it's not working. Okay. Will you look at that? The ancient city of Manco Capquack. And that beam of light. It must be pointing to the Temple of the Clouds. But how am I going to get across? Up here, Mr. McD. Besser. Es kommt auch noch Gegner. Ich will aber trotzdem die Items natürlich haben! Das war mir klar. Yeah. Das ist mir zu riskant. Geh weg! Das ist nix, okay. Okay, wir sind schon drüben. Oh, I did it! I found a legendary temple of Manco Capquack. With a little help from your old pal, Launchpad McQuack. Oh, of course, Launchpad. I couldn't have done it without you. Now just hold on and with a little luck, that scepter will be mine in no time. Okay. Okay. Das ist, ja. Sonst ist hier nichts mehr. Nein, sonst ist hier nichts mehr. Oh! Nehme ich natürlich gerne mit, das ganze Geld. Mach auf. Das haben wir schon gedacht. Oh! Ist hier noch was? Nix mehr? Nein, da ist nix mehr. Okay, oben lang kann ich auch nicht mehr. Gehen wir mal so rum. Da ist nichts mehr, okay. Okay, so hoch geht nicht. Gottes Willen! Was ist das, ein Biber? Jetzt ist mir ein Schatz zum Verhängnis geworden. Okay. Was machst du denn hier? Why are you here, Mrs. Beakley? I'll not have you risking your life on an empty stomach. No more danger till you eat every last bite.
Oh, thank you kindly, dear. Goodbye, Mr. McDuck. And be safe. Okay. Danke. Das ist, nett, ja. Da sage ich jetzt nichts dagegen, danke. Killer-Eichhörnchen. Mann. Hör auf mich zu nerven. Scheiß Killer-Eichhörnchen. Ist hier unten nichts? Nee, tatsächlich nicht. Das habe ich mir schon gedacht. Ja. Achso, ich krieg eine Trophäe dafür, dass mein Controller leer ist. Danke. Ja, dann machen wir es so. Ja, der müsste doch gehen. Na komm. Mhm. Bam, bam, bam. Controller ausschalten. Muss ich mal kurz verbinden. Kleinen Moment. So. Nein! Wunderbärchen. Okay, kurze kleine Probleme mit dem Controller, aber schon ist alles wieder in Ordnung. Yay. Ja, das hat man ja immer mal, nicht wahr? So. Gehen wir mal da. Nein, das will ich so runterhauen, bitte. Es war eigentlich klar, dass es runterfällt. Das sieht schon so danach aus. Das sieht doch schon so danach aus. Okay, here we go! Okay. Scheiße! Okay, wie kriege ich die da oben weg? Ah, ich glaube, ich weiß schon wie. Und zack. Okay. Dann ist sie einfach ein... Oh Gott. Sind diese Schlangen denn wirklich notwendig? Ist hier oben noch was? Ja, andere Seite? Haha! Ich habe zwar gedrückt, dass du den Pogo machen sollst, aber ist ja nicht so schlimm. Ja, geh weg. Und tschüss. Jetzt komme ich da nicht mehr rüber. Nein, jetzt komme ich da nicht mehr rüber. Ich bin noch gesprungen, liebes Spiel. Glaub's mir doch. Ab und zu ist es ein bisschen träge mit der Steuerung. Er macht es nicht so, wie ich es will. Oder ich will es einfach immer zu kurzfristig. Das kann auch sein. Dass das Spiel es gar nicht so schnell wahrnimmt. So, dann darüber. Okay, da kann ich rüber, aber ich will zuerst da hoch. Mach mal auf.
Ah, Eis, wunderbar. Hey! There it is, the King's Scepter. Well, oh, this was easier to find than a penny in a parking lot. Oh nein, ich habe noch einen Boss. Catch me, Kilts. What was that? Ganz großes Kino, ein Boss. Aber anscheinend ist das, was ich da mache, richtig. Hör doch auf damit! Willst du mich umbringen oder was? Der will mich umbringen! Und ich muss mich kratzen! Aua! Geh kaputt! Bist du jetzt kaputt? Dafür war ich zu langsam. Ich hab gemeint, jetzt kommt nochmal der Kopf. Okay. Habe ich halt ein echtes Problem, sage ich jetzt einmal, weil ich habe nur noch, das ist mein letztes Leben und ich habe nur noch ein einziges Herz. Also ja, ich habe ein Problem. Sonst darf ich das alles nochmal neu machen und toll. Darf ich alles nochmal neu machen, oder was? Och nee! Och komm schon! Das ist doch gemein! Das ist doch gemein! Das ist doch gemein. War vielleicht auch nicht die richtige Entscheidung, gleich auf schwer zu spielen. Aber ich krieg das hin. Ich würde mal sagen, Leute. Wir kennen das alles. Ich mach mal kurz einen Schnitt, bis ich beim Boss wieder bin. Kleinen Moment, bis gleich. So, und da bin ich schon wieder beim Boss. Es lief diesmal relativ gut. Aua. Auf dem Weg hierher. Muss ich sagen, es lief gar nicht mal schlecht. So, und jetzt will ich mal den Boss so schnell wie möglich irgendwie hinter mich bringen und vernichten. Da. Okay, wieder da hoch. Und ich habe genügend Leben, damit ich das überstehe, denke ich mal. So. Und zack. Okay. Wunderbar. So. So. Kein Problem. Hüp. Okay.
So. So. Ist er besiegt? Allen Anschein nach nicht. Wäre auch zu schön gewesen, um wahr zu sein. Ja! Da ist er down! Jawohl! Gleich beim ersten Versuch, so muss es sein. Nur wobei? Get us out of here, Launchpad. I cannot believe we came all this way for nothing. What's the meaning of this? Outsider, our prophecies have long foretold that our ancient city would one day be returned to us. For hundreds of years we have waited. And at last, that day has come. You mean you're not mad at me? Mad? Quite the contrary, Feathered One. Is there anything we can do to repay you? Well, now that you mention it, I did come here looking for an ancient scepter. I didn't suppose... Does it look like this? It fell from the temple. Oh, they're climbing for nothing, eh, Mr. McDee? Bless me, bagpipes, the scepter of the Incan King! It is yours. Take it and go in peace. Hey! After all, it was just the old king's back scratcher. Yeah! Okay, wir haben das erste Level abgeschlossen. Heidewitzka, hey, das hat gedauert. Das hat gedauert. Aber da gibt es jetzt erstmal ordentlich Kohle. Wow. Wow. The scepter of the Incan King. I tell you boys, there's something special about this treasure. Really, Uncle Scrooge? Yeah, it just looks like an old back scratcher to us. You boys need to learn some respect for the finer things in life. Now, if you're done having fun at your old uncle's expense, help me decide where we should go next. Yeah! Das lief doch schon ganz gut. Schauen wir mal nach, was wir hier so Schönes freikaufen können. So. Wunderbar. So. Na. Oh, kostet 500.000. Ja, leckt mich doch am Arsch. So, und da ist noch einer für 150. Wunderbar. Ein schönes Bild. Okay. Schöne Bilder. Können wir uns dann im Nachhinein alle noch anschauen. Wir könnten es jetzt uns zur Aufgabe machen, dass wir die komplette Galerie freikaufen, aber dafür werde ich lange brauchen. Aber es wäre auf jeden Fall eine Idee. Ja, könnte ich vielleicht machen. Wäre auf jeden Fall eine Idee. So, und ich würde jetzt mal sagen, zum Ende des Parts. Da der Part ja jetzt vorbei ist.
Und das, wenn das Spiel geladen hat, gehen wir noch mal ein bisschen baden. Baden! Oh! Cool, da sieht man jetzt hinten das Zepter. Ah, schön baden. Schön im eigenen Geld baden. Ich glaube, da geht es uns doch ganz gut, oder Leute? Was meint ihr? So, können wir hinten noch ein bisschen unser Zepter bestaunen. Yeah, wir haben ein Zepter. Schön. So, frisch gebadet. Dann würde ich mal sagen, im nächsten Part werden wir mal schauen, was wir als nächstes angreifen. Transsilvanien, die afrikanischen Minen, das Himalaya-Gebirge oder sogar den Mond. Bin ja mal gespannt, auf was wir da nehmen, vor allem was uns erwarten wird. Also gut, Leute, das war dann mal Let's Play DuckTales Remastered für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.